Hallo, willkommen zu einem Kurzvideo. Diesmal ganz kurz. Und zwar wollte ich hier nochmal kurz erklären, wie man im Rechtesystem die Icons einstellen kann. Also im Server ist es klar, man geht auf den Server, rechten Mausklick, wird den Server editieren, hier steht Icon, ändern, fertig. So, das wären die Server. Und im Rechtesystem können wir jetzt einfach machen, indem wir auf Servergruppen gehen. Und uns hier eine Gruppe raussuchen. Wir nehmen jetzt einfach mal Card. Und dann haben wir hier, die muss markiert sein, die Liste natürlich, wer alles drin ist. Dann haben wir hier global virtuelle Server Channel und wir gehen auf Gruppe, das öffnen wir einmal. Und wenn wir dann hier unter Löschen gucken, steht Icon ID. Und damit sind wir hier bei Wert auf derselben Höhe. Kurz draufklicken, doppelt. Und dann können wir die Icons, die, meinetwegen, können auch selber Icons hochladen im Format 16x16, dann kurz einstellen. Und dann zum Beispiel machen wir jetzt mal ein X draus. Wir aktualisieren und dann sind alle Card-Mitglieder mit einem X versehen. Das war's. Bye.